Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Wir haben ja noch ein bisschen was zu looten. Auf jeden Fall. Und, ja. Wie viel waren das noch? Herausforderungsmäßig, 2 Loks noch. Okay. Müssten halt auch noch hier irgendwo rumfliegen. Dann gehen wir doch mal rüber. Ich meine, hier haben wir eigentlich schon alles abgefrühstückt. Da sollten wir eigentlich nichts vergessen haben. Die Gegner sind zum Glück nicht wieder neu gekommen bisher. Ich glaube, munimäßig sieht es auch gut aus soweit. So, da hinten geht's weiter. Und wahrscheinlich auch raus. Vergessene Hallen. Ich glaube, ich hätte ein paar Meter vorgehen können, hätte mir ja auch gespeichert. Ah ja. Dieser Flügel des Anwesens hat schon begonnen zu verfallen, bevor die Harpie es sich gekrallt hat. Mein Vater hielt Hausmeister für eine nutzlose Spielerei, wie Schlaflieder und Geburtstagsfeiern. Und ich wollte doch nur einen verdammten Clown, der Luftballontiere macht. Entschuldige, ich reiß mich schon zusammen. Hm. Na du? Wahrscheinlich auch irgendeine Anspielung, dann mal frohes Fest. Würde ich sagen. Dankeschön. Hier noch ein bisschen was erzeugt mit. Was ist das denn? Eine weiße Waffe. Wer will denn sowas? Du magst mich hassen. Und eins ist klar. Ohne mich. Nicht zurückhalten. Ohne dich lebt es sich hier besser. Zug. Na hier? Au, das ging schnell. Okay, schön, willst du mich auch mal heilen können, mein Lieber? So als Alternative. Ein fieser Toaster. Warum nicht? Ist hier unten noch irgendwas? Hier ist auf jeden Fall was. Munition und ja, grüne Waffen. Schade. Ich mir etwas mehr erhofft. Wo es jetzt zu meinem Outfit passt. Haben wir alles soweit mitgenommen? Jupp. Nichts übersehen, wie es scheint. Fast geschafft. Ich wünschte, ich könnte das Gesicht der Harpie sehen, wenn sie es herausfindet. Wunsch erfüllt. Hände über den Kopf, wenn ich bitten darf. Beeilung, Kammerjäger! Wir wurden entdeckt!
Ja, so ein Pech aber auch. Ja, ich muss hier noch Loot mitnehmen. Tut mir ja leid. So, letzte Typhon-Lock. Oh, ich glaube, das Level geht noch ein bisschen. Nicht mehr so fit, die Kollegen hier. Von irgendwo kommt Musik, wahrscheinlich von unten. Hätten wir hier aber alles, oder? Jo. Ja, doch nicht. Na gut, dass ich nicht ganz runtergefallen bin. Aurelia, als dein Bruder flehe ich dich an. Hör auf! Verschwinde, Alistair! Während ich die Jacobs-Familie endgültig auslösche. Wenn du Wainwright töten willst, dann heißt das... Ja, ich weiß. Na dann, Madämchen. Pre-Sequel haben wir dich noch gespielt. Jetzt wirst du platt gemacht. Hey. Ich frage mich, ob die Eiswaffen bei ihr so viel bringen. Okay, es gibt zumindest ein paar kleine Viecher, wo wir uns notfalls mal hochheilen könnten. Oder halt. Au. Ich bin unsichtbar. Da kannst du gerne da oben bleiben. Naja, aber nicht lang. Danke. Dämmchen. So, da bin ich mal schön weiter drauf. Andererseits, Bosskampf. Lass uns doch mal den Raketenwerfer testen. Hat was. Der Weise außerhalb einer Fabrik. Völlig nutzlos. So, okay. Das war's mit dir. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Das Feuer jetzt besonders effektiv ist. Aber ich glaube, so langsam kriegen wir dich platt, meine Liebe. Kammerjäger töten. So, fühlt sich also Kälte an. Alistair, geht's dir gut? Mir? Was ist mit dir? Du hast dir ja genauso eine Kugel eingefangen.
Oh, das wird schon wieder. Ist nicht das erste Mal, dass ich Blei im Bauch habe. Einfach zusammenreißen. Au! Guck mal, es gibt Blut. Ja, das Ding wäre jetzt so langsam doch besser. Hm, aber ist halt nicht. Nee, ich will bei meinen besonderen Waffen. Auch wenn sie dann irgendwann, also so langsam habe ich, glaube ich, wirklich den Punkt. Am Anfang waren die echt gut, aber langsam habe ich, glaube ich, wirklich den Punkt erreicht, wo die dann doch zu wenig droppen, um relevant zu bleiben. Aber ansonsten, so im Großen und Ganzen, läuft das ja alles angenehm rund. Na dann, ihr zwei. Danke, Kammerjäger, dass du ihr eine Chance gegeben hast. Und alles nur für ihren verblendeten Bruder. Seid ihr schwer verwundet? Den Rückweg zum Jagdhaus werden wir überleben. Jetzt liegt es an dir, die Aufgabe zu Ende zu bringen, Kammerjäger. Ah ja, die Kammer. Um den Eingang zu enthüllen, musst du draußen im Garten ein paar Statuenrätsel lösen. Ich mag nur Rätsel, bei denen ich Skelette wieder zusammensetzen muss, die ich vorher ihren Besitzern entrissen habe. Oh, entschuldige bitte. Hörst du das, Alistair? Der Kammerjäger hat seinen Sinn für das Absonderliche verloren. Ignoriere Winnie, er wird unhöflich, wenn man ihn anschießt. Versuch einfach, die Rätsel zu lösen, Kammerjäger. Die erste Statue ist da draußen auf der Terrasse. Du musst nur nachstellen, wie die Person gestorben ist. Okay, da bin ich mal gespannt. So. Tauschen wir dich nochmal aus. Sobald der Weg zur Kammer frei ist, stoße ich mit dem Rest des Kammerschlüssels zu dir. So, das ist aber, genau, das scheint hier noch das gleiche Gebiet zu sein. Okay, ich glaube, dann haben wir doch ein bisschen mehr zu suchen hier noch. Jetzt müssen wir erstmal Loot wieder auffrischen. Dass wir hier alles Mögliche ablaufen. Ich muss nur meinen Kopf freikriegen, mehr nicht. Die Gärten machen alles immer ein wenig leichter. Es hat was, auf eine Galerie von genialen Trotteln zu blicken, die es schlechter hatten als ich. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich alles an die Wand fahren könnte. Und irgendwer da draußen dennoch dumm genug wäre, mir eine Statue zu errichten. Und doch frage ich mich, wie Wainwright sich wohl an mich erinnern wird. Was gilt heutzutage überhaupt noch als Vermächtnis? Das Haus, das man errichtet? Oder die Leichen, die man darunter vergraben hat? Montgomery Jacobs, du hast meine Angebote ignoriert. Ich kann es nicht leiden, ignoriert zu werden. Das ist mein Echo-Vibe. Hörst du nicht, dass ich inmitten verdrießlicher Überlegungen stecke? Oh, Monty. Darf ich dich Monty nennen? Ich sag einfach Monty. Du bist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass man alles haben kann, solange der Preis stimmt. Jacobs steht nicht zum Verkauf, du Harpier. Das sehe ich anders. So. Schauen wir uns das mal an. Der Gründer höchstpersönlich, Singleton Talbot Jacobs. Er hatte ein gutes Auge für Feinheiten, hat darüber aber das Gesamtbild vergessen. Kleiner Tipp, hör dir die Aufzeichnung an. Singleton ganz unverhofft geriet an eine Dirn. Sie wollte sein Geld und setzt ihm ihre Waffe auf die Stirn. Er passte nicht auf, stierte in ihren Lauf. Und die Kugel ging direkt durch sein Hirn. Okay.
Singleton wurde überfallen und er hat angefangen, den Lauf der Waffe des Räubers zu untersuchen. Jedenfalls bis der Räuber abgedrückt hat. Jetzt weiter zur Menagerie. Kommen wir da nochmal irgendwann hin? Ich hoff's doch. Aber ja. Was gibt's denn hier Schönes? Irgendwas zu ballern auf jeden Fall. Das riskiere ich mal nicht. Diese Menagerie wurde von meinem Großonkel Maddox errichtet. Maddox hat allen misstraut. Der Mann wollte zwischen sich und dem Rest der Welt immer Eisenstäbe. Einmal hat er seine Spaghetti nachgemessen, weil er dachte, der Koch hätte die Nudelquote unterschritten. Ihr kriegt mich nicht. Zu Recht. Das war eine gute Jagd. Beim Nudeln muss man immer aufpassen. Man muss nicht die Quote unterschreiten. Nächste Lok. Ich habe einen neuen Job. Mein Vorarbeiter sagte, dass Jacobs jemanden sucht, dem sie vertrauen können. Und das bin ich. Ich kümmere mich um die Jacobs-Kerzen. Heute habe ich die Hecken geschnitten, Blumen gegossen und Statuen poliert. Den Genitalbereich. Dort sammelt sich der ganze Dreck. Es war harte Arbeit, aber ich habe alles glänzend reinbekommen. Meine Mom ist stolz, mein Dad auch. Er sagte, dass ich mit diesem angenehmen Job einem harten Leben im Bernsteinsumpf entkommen bin. Doch dann beging ich einen Fehler. Ich spazierte hinter den Gärten und dieser Typ mit seinem Technik-Schickschlag auf den Augen sagte, das reicht. Keinen Schritt weiter. Ich sagte, dass ich der neue Gartenpfleger bin und dass das mein Job sei. Aber er packte mich am Arm und antwortete, dieser Teil des Grundstücks ist gesperrt. Aber keine Sorge, er pflegt sich von allein. Interessant. Schau noch, was hier gesperrt ich kann wurde. Diesen Kristall zerstören. Nehmen wir auch noch gerade mit. Er scheint da oben irgendwo abzugehen. Okay, aber du machst das ja schon. Schon praktisch, das Viechlein. Geladen. Dann mal weg mit dir. Du hast eine Kiste gefunden. Ich auch. Wir sind wie füreinander gemacht. Lass das Blut fließen. So, hier dürfen wir auch alle Ecken mitgenommen haben. Da oben könnte auch was versteckt sein. Aber da komme ich, glaube ich, nicht so einfach hin. Ich glaube, das ist auch... Ne, da soll man nicht hin. Hier geht's auch erstmal nicht weiter. Man sieht nicht so aus, als soll man hier weiter. Na gut, dann guck mal, wie du gestorben bist. Maddox war furchtvoll und verließ nie das Haus. Denn die Welt, dachte er, war auf sein Ableben aus. Sein Butler bereut's und mit einer Waffe im Kreuz starb er nervös wie eine Maus. Ja, der alte Maddox hat so verbissen aus dem Fenster gestarrt, dass er völlig übersehen hat, was sein Butler gegen ihn ausgeheckt hatte. Ah, welch grausiges Drama. Das letzte Rätsel ist im Gewächshaus. Okay, müssen wir noch ein paar Jabber hier weghauen. So, geht doch. Doch einiges ausgehalten. Aber im Endeffekt war es dann doch machbar. So, Frosty. Frisst mal ein wenig Stroh.
Hängt da oben wieder jemand rum? Ja gut, den kannst du mal erledigen. Ich kümmere mich mal um das Zeug hier. Das ist die richtige Einstellung. Dann können wir auch die Folge wieder beenden. So wie das aussieht. Von daher mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Grüß Tod von mir. Ciao, ciao.